Bendigo. Wir waren vor einiger Zeit beim André Waldenmeier Staufer Guitars zu Besuch. Da war nämlich Supergain on the road. Und da haben wir super Sachen gesehen. Da hast du dir zum Beispiel das Holzlager zeigen lassen vom André. Ganz genau. Sehr interessant. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und deswegen jetzt viel Spaß bei Supergain on the road beim André. So André, jetzt stehen wir hier vor deinem wunderbaren Materiallager, kann man so sagen. Holzlager. Kann man sagen, genau. Tolle Sachen. Also ich sehe viele Hälse, viele Strat-Hälse, ein paar Tele-Hälse, Bässe sogar auch noch und hier Korpus jeder Art. Und zeig mir doch mal einfach mal einen so einen Korpus. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem? Das scheint eine Tele zu sein. Das scheint eine Tele zu werden, das denke ich auch so. Mhm. Allerdings ist es ein bisschen anders. Sie hat zwei Humbucker drin. Mhm, ja. Er kriegt aber praktisch so eine abgesägte Telebridge drauf. Ja. Das so ein bisschen rustikal ausschaut. Abgesägt, weil die normalerweise länger wäre. Normalerweise wäre sie länger. Und das Single-Coil-Pickup wäre in der Tele-Grundplatte drin. Ja. Pfeift immer gern bei hohen Lautstärken. Das möchte ich ja nicht haben. Einfach deswegen die abgesägte Telebridge. Humbucker kommt in ein Rämpchen rein. Ja. Vorne auch ein Humbucker. Okay. Schalter wie bei der Les Paul vorne drin, nicht unten nicht dran. Da unten. Ja, dafür unten irgendwie drei Potis. Okay. Ja, zwei Lautstärke, einen Ton, damit man ein bisschen mischen kann, so vom Ton her, das schön gestalten kann. Das ist die Idee dahinter. Die Bohrungen hier sind noch nicht drin, das würdest du dann individuell gestalten? Das mache ich dann ganz zum Schluss. Okay. Ganz genau, das wird alles individuell gestaltet. Unten ist das E-Fach, alles was in das E-Fach irgendwie reinpasst, ist dann hier machbar. Ne? Okay. Und was ist das jetzt für ein Body, was ist das für ein Holz? Das ist ein großes Geheimnis, werde ich nicht verraten. Ah, okay. Nee, aber es ist Spaß beiseite. Ich will hier eine bayerische Gitarre machen. Wir sind ja hier aus München. Mhm. Und in den Alpen wächst ein sehr seltenes Holz in den hohen Höhenlagen. Mhm. So auf 800, 900 Meter aufwärts. Ja. Das ist die Zirbe. Okay. Ja, man kennt das hier in Bayern aus der Zirbenstube oder Zirbensauna. Das hat einen sehr guten Geruch. Riecht man ein bisschen an dem Holz. Das ist ein ganz, ganz intensiven Geruch. Hm, möchte ich gleich einen Aufguss machen? Ja. Ich finde das auch nicht. Aufguss machen. Mhm. Es gibt Leute, die machen sich ein Bett aus dem Material, weil das einfach sehr schön riecht. Mhm. Und es beruhigt ein bisschen den Herzfrequenz. Ne? Also du kommst ein bisschen zur Ruhe, wenn du das Holz riechen tust von den ätherischen Ölen, wo eben dort ausdünsten. Das ist also gut für den ganzen Organismus. Toll. Und da war irgendwie die Idee, da draußen eine Gitarre zu machen. Das hat wahnsinnige Astlöcher drin, das schaut also ein bisschen rustikal aus. Aber du versprichst mir, dass das jetzt nicht ein weiß-blaues Rautenmuster wird? Nein. Okay. Nein, weil ja, aber die Idee ist schon, dass so ein bisschen Neuschwanstein kommt schon noch mit drauf. Und tatsächlich? Ja, schon. Also es muss schon heimatverbunden sein, auch in der Optik. Es wird noch ein bisschen rustikaler gemacht, es soll noch gebürstet werden, sodass also praktisch die weichen Teile von der Maserung herausgearbeitet werden. Mhm. Und dann soll das Ganze ein bisschen eine rustikale Optik bekommen und es kriegt so bayerische Elemente aufgedruckt mit einem Drucker. Ah, okay. Also praktisch mit einem großen Drucker, wo man also so ein Holzstück eben durchlassen kann, nicht ein Blatt Papier. Okay. Und man eben so bayerische Fragmente irgendwie draufdruckt, wo hinten vielleicht tatsächlich der Kini drauf ist oder Neuschwanstein oder wie auch immer. Und so ein toller Sprayer oder sowas, wie sie so bei Autos, wie sieht man ja, wie Leute dann sprayen können und ganz klein oder das ja, ist, so in der Art, nur dass es eben gedruckt wird. Ne? Du brauchst dann keinen Sprayer mehr, der irgendwie dir hunderte von Euro als Künstlergage irgendwie. Das muss ja auch bezahlbar sein irgendwie. Ne? Und das wird halt einfach dann mit dem Tintenschalldrucker aufgedruckt. Ne? Okay, so, jetzt habe ich trotzdem noch Fragen. Ja, gerne. Humbucker. Ja. Speziell jetzt für diese eine Tele oder ist es so, dass du sehr gerne Humbucker für Tele in den Teles verbaust? In deiner ich mache eigentlich sehr gerne so Hybridmodelle, wo halt irgendwie ein bisschen anders sind als die ursprünglichen Modelle und ein bisschen moderner, ein bisschen anders einfach sind. Okay. Das macht ja auch Spaß, wenn ein Modell irgendwie eine Abwandlung hat, das einfach ein bisschen persönlicher ist für den jeweiligen Musiker. Okay. Ja, und trotzdem ist es ja so, der Klang von einer Telecaster, dieser helle
Ton, wie man es aus den 50er Jahren her kennt, wo also doch auch ein bisschen Fett ist am Steak, ein bisschen Rauheit mitbringt. So ähnlich klingt der auch irgendwie ein schwacher Hamburger, ne? Ja. Also der Gibson-Hamburger der ersten Jahre, der war ja ähnlich, der war ja auch höhenreich. Der hat nicht so viel krachere Mitten gehabt, wie man das heute eben von den lauten Pickups her kennt. Ja. Der war defiziler und der war erstaunlich dicht am Telesound dran. Ja. Der Halspicker bei der Tele ist ja oft ein bisschen dumpfer, ein bisschen muffiger. Und der Humbucker ist da ein bisschen, fällt ein bisschen runter und hat eben auch noch relativ ähnliche Klangcharakteristik und brummt halt nicht, ne? Verstehe. Und sowas müsste ich eben hier in der Gitarre eben auch dran haben. Mhm. Dann ist das Ding irgendwo zwischen der Tele und der Les Paul so vom Ton her so. Das ist eigentlich der Grundgedanke davon. Also du sprachst davon, dass die ersten Humbucker ja eher wie Single Coil klangen. Ja. Das war, ist ja geschichtlich gesehen ja auch wahrscheinlich so, dass man gedacht hat, oh, wir schauen, dass wir einen Pickup entwickeln, der jetzt so klingt wie die ursprünglichen, nämlich eben die Single Coils, aber eben ohne Brummen. Das war die Idee dahinter, ja. Genau, also erst viel später ist ja dieser Hype um immer heißere Pickups mit mehr Output, mehr Wicklungen und mit mehr Verzerrungen, was man früher ja nicht gehabt hat am Anfang. Im Gegenteil, das wollte man ja gar nicht. Ne? Und damals war ja auch das Attribut, wenn es mehr Höhen hat, klingt es akustischer und dann klingt der Gitarrensound echter. Das war ja so die ursprüngliche Idee. Ganz genau. Gut, dann fällt mir noch etwas auf. Und zwar haben wir ja darüber gesprochen, dass eigentlich doch Stratocaster-Hälse hier unten krumm sind. Mhm, und, richtig, Und die Telecaster eher gerade. Genau. Und hier erkenne ich hier so eine Biegung. Ja. Erklär doch mal, warum ist das jetzt weil hier ganz einfach ein Stratocaster-Hals draufkommt. Ah, ja, okay. Das schau her. Ich habe hier Hälse dafür, die hier vorgesehen sind. Ja. Da haben wir ein wunderbares Riegel-Ahorn-Griffbrett drauf, auf einer normalen Ahorn-Rückseite. Ja. Ja. Und der Hals ist genau hier gemacht mit der typischen Rundus hier, Rundung hier, dass es hier hineinpasst. Ne? Aber lass mal sehen, wenn wir es so nach vorne halten. Kleine Moment. Wie das aussieht. So eine, genau. Unfallfrei. Genau. Dann schaut es dann das so sieht, aus nachher. Ne? Also ich habe schon ein bisschen so das Problem, einen Stratocaster halt auf eine Telecaster zu setzen. Ist immer so ein bisschen so ein Hilfe. Ja, soll ja auch das so sein. Ja, genau. Soll ja auch ein bisschen, also soll ja ein bisschen provozieren. Es ja? Soll ja ist wirklich. Ja ganz klar. Ja, ja. Ja. Und außerdem hat er die größere Kopfplatte ja auch einen klanglichen Vorteil, weil sie sorgt dafür, dass der Ton ein bisschen mehr gebremst wird. Das heißt, wenn ich einen Ton anschlage, ich habe nicht so ein wahnsinniges Attack wie bei der Tele, dieser kurze, prägnante Anschlagston, sondern eine große Kopfplatte bremst das ein bisschen ab. Genau, weil die mehr Masse, Hat absorbiert einfach mehr Schwingungsenergie. Richtig. Und deswegen. Ganz genau, und das geht zugunsten von etwas mehr Sustain und das kommt dem ganzen Instrument entgegen, gerade eben, weil es so ein bisschen Les Paul-licher auch klingen soll, kommt das der Geschichte entgegen. Ne? Gut, aber du gehst jetzt nicht so weit, dass du jetzt auch noch ein Bixby oder sowas dran machst, sondern das bleibt Habe ich jetzt nicht vorgesehen, das wäre vielleicht mal eine andere Geschichte, dieses Projekt auch mit dem Bixby anzugehen. Okay, weil es ist ja schon, hat ja was, also Tele und Bixby, finde ich, ist eine gute Kombination. Nicht mit den Single-Coil-Pickups, weil das immer vom Sustain her, weil die Brücke da ein bisschen anders ist, eben da zu kurz kommt. Ne? Ich gebe zu, ich bin aber ein großer Bixby-Fan, deswegen. Ja. Nur auf der Paula sehe ich ihn nicht. Müssen wir sowas mal richtig machen. Ne? Ja. Gut. Gibt es noch einen schönen Body, den du mir zeigen kannst? Ja, gerne. Was haben wir denn da so schön? Können wir mal hier so ein modernes Strat-Projekt anschauen, das wird dir wahrscheinlich sehr gut gefallen. HSS. Du erkennst die Form von deiner roten? Ja, Tom Anderson. Richtig, ganz genau. Mhm. Das ist die Tom Anderson Form, genau abgenommen, 1:1. Mhm. Und hier jetzt mit Humbucker, zwei Single Coil und normalen Wilkinson Vintage Tremolo sollte hier drauf, dieses VSV, wo es sehr stimmstabil ist und lang nicht gut klingt. Okay. Eben auch mit so einem ähnlichen Hals dann kombiniert, ist dann also dann eine hübsche. Und hübsche rot soll sie werden, hoffentlich. Ja, wenn ich sie für dich mache, wenn du jetzt nachher den Auftrag in die Kameras abgeschaltet sind, erteilst, dann muss sie rot werden. Was dann anderes muss sie rot geht werden, also das geht überhaupt nicht anders. Ne? Genau, schön. Da kannst du dann ein Tube-Binding oben noch reinbekommen. Mhm. Extra die scharfe Kante noch gelassen. Ja, dann kann man praktisch die Gitarre rundherum rot machen. Und hier wie ein Binding, dann macht man einfach das Rot wieder weg. Ne? Ah, und was kommt da stattdessen drauf? Das Holz noch. Ah,
Da sieht man, ist also kein Plastikstreifen dran, sondern es ist ein Holz einfach. Ne? Okay. Und sag mal, weil du gemeint hast, die erkenne ich wieder. Natürlich ist mir die Form vertraut, aber jetzt der wesentliche Unterschied zu einer richtigen Fender Stratocaster, was würdest du sagen, ist... Ist ein bisschen schlanker, der Korpus. Mhm. Und, kann es sein, dass es ein bisschen spitzer noch es vorne geht? Es läuft ein bisschen spitzer zu, die Katerwäsche ein bisschen runter. Das ist einfach eine etwas modernere Form. Ja. Ist das noch nicht ganz fertig, deswegen ist das hier noch alles ein bisschen kantig. Ja, ja. Ja. Schön, also Tom Anderson liegt mir sehr, sehr gut am Korpus und in der Hand, finde ich, eine ganz tolle Gitarre. Bin sicher, dass die mindestens genauso gut. Ich bin total gespannt, wenn du sie fertig hast. Probier sie mal aus. Gerne, ne? Gut. Und noch einen schönen Hals, den du mir vielleicht zeigen kannst, den du so in deiner schönen Sammlung hier hast. Ich habe hier einen. Da kommt eine Schönheit raus. Sehr schönes Teil. Mhm. Ja, mit einem Palisander Griffbrett und einem schönen Riegelahorn. Ach, das sieht fantastisch aus. Werden die eigentlich dann lackiert oder bleiben die so? Ich mache immer dieses Real Vintage Neck Finish. Ja. Das heißt, es wird die Kopfplatte lackiert, es wird der Halsfuß unten lackiert bis daher und die Rückseite ist dann praktisch wie abgespielt. Okay, also im Grunde genommen bleibt sie so, wird nur geölt. Dann wird nur geölt. Mhm. Und dann kommt aber die Maßung auch noch richtig dreidimensional raus. Also das, was jetzt schon richtig toll ausschaut, das schaut dann nachher mega aus, wenn da ein bisschen Öl oder ein bisschen Lack dran ist. Das ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so rauskommt. Das sieht schon fast aus wie ein Hologramm. Also das schimmert so dermaßen, dass man einen Eindruck von Tiefe hat. Total dreidimensional. Ne? Wahnsinnig schön, wirklich wahr. Und wo beziehst du die Hälse her? Lässt du die selber machen? Werden die nach deinen Angaben gefräst? Oder? Ich lasse zum Teil fräsen, sodass sie also vorbearbeitet sind und mache dann eben die Halsform Rückseite selber. Ja. Oder mache sie eben auch komplett selber, wie man sie hier oben bei diesen Hölzern hier sieht. Ah ja. Wir sind also jetzt alle schon vorgesehen, um fertige Hälse draus zu machen. Und du schleifst sie dann eigene Händekraft. Genau. Wow. Da stelle ich mir vor, braucht man viel Erfahrung, damit es auch gleichmäßig ist. Ja, wenn ich das machen würde, wird da wahrscheinlich die eine Seite etwas flacher werden, die andere etwas steiler. Ja, ganz genau. Also da braucht man schon wirklich Erfahrung, um das. Man braucht auch Geduld dazu und Muße, um das zu machen. Das habe ich alles nicht. Klar. Das muss morgen fertig sein, deswegen wäre es bei mir relativ. Aber was man hier sehr schön sieht, vielleicht können wir das nochmal kurz in die Kamera halten. Das ist der Halsstab. Das ist der Stahlstab, Genau. Gerne. Und in dem Fall ist es so, dass der ja auch praktisch hier oben nicht rausschaut. Der schaut nicht raus. Mhm. Der hat unten seine Einstellschraube. Ja. Und der Stahlstab, der schaut praktisch dann unten. Unten raus. Durch raus. Der wird hier oben ist so festgeankert. Ja. Kommt der hier rein. Okay. Ja, der ist in einer Wölbung drin. Zeigen wir das gerade mal an der Seite, dann kann ich es so zeigen. Der Stahlstab liegt praktisch in einer Wölbung, die geht hier nach unten und kommt hier praktisch wieder nach oben. Ja. Und da wird jetzt ein Holzspan oben drauf geleimt, wo also den Stahlstab noch runterdrückt. Nach unten drückt. Und wenn ich ihn dann praktisch hier mit der Schraube dann anschraube, dann kannst du den Hals hier nach hinten ziehen oder nach vorne drücken. Ne? Alles klar. Okay. Und es gibt ja Gitarren, wo der Stahlstab hier oben rausschaut. Hat Nachteile, ne? Hat Nachteile. Weil wenn ich hier eine Stahlstab-Einstellschraube mache, das ist ja so ein Monstrum hier. Mhm. Das muss da vorne irgendwo hin. Oh. Da muss das Halsblech ein bisschen weiter nach vorne gesetzt werden, damit es irgendwie reinpasst. Ja. Da ist eine Menge Holz weg. Mhm. Du hast viel Schwingungsenergie über den Sattel und über die Bünde und über die Kopfplatte, wo hier stattfindet. Und dann machst du hier einen Bike rein, wo Holz fehlt. Das geht einfach irgendwie nicht. Ja, das ist auch eine Sollbruchstelle mehr oder weniger. Das ist eine Sollbruchstelle. Gut, die Strathälse sind aus Ahorn. Mhm. Das ist ein das stabiles Holz. Da bricht es normalerweise nicht, aber das Holz brechen ja total gerne. Das ja, genau. Gut gemacht von Gibson für uns Gitarrenbauer. Genau. Ja, ich bringt viel Arbeit. Kaum ein Tag, an dem ich nicht zu dir reinkomme und du nicht tatsächlich eine Les Paul irgendwie auf dem Tisch hast, bei dem sowas passiert ist. Leider, ja. Also es ist, da blutet einem ja wirklich das Herz. Aber man muss sagen, wenn man Glück hat und der Bruch auf eine bestimmte Weise erfolgt, dann kann man das so reparieren, dass es eigentlich auch keine Soundeinbußen hat, richtig, oder? Richtig, das ist richtig. Okay, gut zu wissen. Das, genau. Ja, toll. Schön, eine schöne kleine, aber sehr feine Holzsammlung.
Und ich würde sagen, jeder, der mal Interesse hat, sich eine Stauffer-Gitarre bauen zu lassen, hat jetzt mal einen Eindruck bekommen, wie sowas eigentlich liebevoll und besonders ausgesucht hier entstehen kann. Vielen Dank, André. Ja. Gerne, und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Vergesst nicht zu abonnieren. Das ist so wichtig, Leute. Abonnieren, abonnieren und kommentieren. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn euch etwas nicht gefallen hat, dann schreibt es nicht. Doch, auch das könnt ihr schreiben. Aber vor allem, wenn euch was gefallen hat oder wenn ihr eben Vorschläge habt, was wir denn alles noch besprechen können mit André. Also, euch allen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.